Welcome to the German speaking part of Europe. Hey, es ist 7:11 und ich habe gerade noch gesehen, es hat heute Morgen oder gestern Abend auch persönlich.com. Das ist das Supermegafon der Schweizer Filterbubble der massenleidenden Medien. Den Hinweis gebracht, dass in einem Blog, in einem investigativen, wie heißen die, investigatives Blog, was dringend Geld braucht, um weiterhin da Reflekt, da, oi, da, unabhängiger, investigativer Qualitätsjournalismus, noch nie gehört vorher, aber jetzt ganz, ganz groß auf einen Schlag in allen Medien. Gestern Abend bei 10:10 einen eigenen Beitrag erhalten und oi, oi, oi. Und wenn man hier da aufs Bildchen geht, das ist ja wirklich ganz eindrücklich. Oi, oi, oi. Schau mal hier. Wikipolitik. Es ist Wikidienstag. Hey, das passt natürlich sehr gut. Schau mal hier. Und da kann man es lesen. Ja, weiß auch nicht. Da auf diesem orangen Dings, da heißt Verantwortungsstrategie. Oh, ja, ja, ja. Beispiele von Ignazio Cassis, Josef Titli, Balthasar Glättli. Boah, das ist unglaublich spannend. Also gut, dieses Reflekt hat geschaut, wie Politik in der Schweiz, Nationalstände und Bundesräte ihre Wikipedia-Einträge bearbeiten, haben da was zusammengestellt. Das will ich mir kurz anschauen. So, viel Zeit habe ich nicht, weil ich nämlich zu meinen Studis sollte. Ich bin da noch nicht ganz durch, aber das geht um 8:30 los. Ich will schnell schauen, ob der Ton läuft. Ich habe massive Tonprobleme. Okay, also gut, das läuft. So, also beginnen wir noch einmal vorne. Also gestern Abend habe ich via entweder WhatsApp oder Twitter Direct Messaging nicht so, hast du das gesehen? Ich wurde auf diesen Link gebracht, also Tweet, unsere neue Recherche ist online. Wir haben für euch alle 253 Wikipedia-Einträge in der Schweizer Parlamentarierinnen durchsucht. Die wichtigsten Erkenntnisse gibt es hier im Thread oder auf unserer eigens für die Recherche erstellte Wiki-Seite wikireflekt.ch. Ich will diesen Thread kurz runtergehen. Ich habe es natürlich nicht so gemacht. Ich bin dann direkt weitergegangen auf die Seite. Aha, ja genau. Und hier habe ich noch ein paar Sachen offen. Ja, also die gehe ich einfach schnell durch. Das ist vermutlich das Hauptding, was ich jetzt mache. Einfach schnell diesen Thread durchgehen und kurz kommentieren. Ich will die doch schnell weghaben. Ja, das ist der Beitrag, den habe ich eingestellt, persönlich. Dann sollen wir den schnell anschauen? Ah, das wäre ja auch lustig. Okay, ja genau, den schauen wir uns schnell an von gestern Abend und dazu habe ich ja ein interessantes Problem, weil ich gerne den Ton umstellen will, was mir gerade eine... Ich habe so Probleme mit diesem, ich habe den ersetzt bekommen, nach über einem Jahr Gebrauch. Und also wirklich dramatisch. Jetzt mache ich Lautsprecher intern. Nein, das ist falsch. Ich mache Ausgang. Das Videosystem und Eingang. Aha, so. Oh Gott, ja, okay. Also es gibt auch noch andere Probleme als nur technische, sondern auch der Seidel ist 7:00 morgens noch ein bisschen. Also Ausgang, Videosystem, Eingang, Mikrofon intern und dann sollte das gehen. Ich springe zum Beitrag gestern Abend 10:10.
Früher fand man Informationen über bekannte Persönlichkeiten in Lexikas, auf Papier. Heute googelt man diese Menschen und findet so Informationen über sie, zum Beispiel auf Wikipedia. Bei Wikipedia handelt es sich um eine sogenannte Open-Content-Plattform. Sie lebt... Eine Open-Content-Plattform. Auf die Idee musst du mal kommen. Das ist so krass. Genau diese Unterscheidung, um die es absolut geht. Der Unterschied zwischen closed, gated, open, free. Und open und free geht es. Und genau das, deshalb habe ich einen Ban bei der Wikipedia von der Wikimedia Deutschland bekommen, weil ich das kritisiert habe, dass sie Hashtag ZDF Wikipedia daraus machen, dass sie aus free Enzyklopädie Wikipedia eine open Enzyklopädie Wikipedia machen, weil sie sich koppeln an Massenleitmedien. Das war in Deutschland. Ich weiß auch nicht, den Ban habe ich ja seit bald 2 Jahren oder was. Länger. Ist egal. Haben Sie das umgestellt? Und später, nachdem es funktioniert hat, hat Catherine Mahir im Zentrum von Wikimedia gesagt, unter Corona, wir sind jetzt WHO Wikipedia. Das habe ich dann gesagt, Hashtag WHO Wikipedia. Aber weil sie einfach gesagt haben, so viele Leute gehen bei Wikipedia, da muss einfach die Wahrheit drin, also ich meine einfach die gute Information drin sein, das ist so wichtig. Deshalb muss ich, und deshalb koppeln wir uns jetzt, machen eine Zusammenarbeit mit der WHO. Also das ist eben Katastrophe, weil der Unterschied von free zu open, welchen ich jetzt vielleicht nicht erklären kann, aber weil der jetzt mal weggeht. Und ein zweiter Punkt könnte doch sein, weil damit deutlich wird, dass Wikipedia gar nicht so dezentral, also dass es wirklich Zentrum gibt, dass es wirklich von San Francisco aus gesteuert wird. Und wenn San Francisco sagt, es darf nur noch in der Wikipedia stehen, was bei WHO als wahr und richtig und dann ist alles vorbei. Und das Vorläuferprojekt für diese Sache hat Wikimedia Deutschland gemacht. Das habe ich sehr früh kritisiert, nicht auf der Wikipedia, sondern wir haben ja dann so Hinterseiten, wo die Projekte laufen. Und auf der Hinterseite dieses Projektes gibt es die Diskussionsseite, wie auf jeder Wikipedia-Seite. Und dort hinten habe ich gestritten, ja, die anderen auch, aber okay, haben wir gestritten, wie sich alte Männer halt eben ab und an streiten, okay, sofort gebannt. Bis heute keine Revision. Komm. So, aber das ist jetzt wirklich ein grandioser Einstieg, den da diese Frau macht. Sie kennt sie gar nicht. Früher fand man Informationen über bekannte Persönlichkeiten in Lexikas, auf Papier. Heute googelt man diese Menschen. Auch das ist so eine verrückte Sache, also ich meine, okay, das ist ja okay, dass sie sagt, früher sucht man Menschen, aber... Man darf einfach nicht so tun, als wäre Wikipedia ein Personenverzeichnis. Ich finde so Informationen über sie. Ist egal. Zum Beispiel auf Wikipedia. Bei Wikipedia handelt es sich um eine sogenannte Open-Content-Plattform. Sie lebt davon, dass im Grunde genommen jeder und jede mitschreiben kann. Auch jene, die selbst... Nicht im Grunde. So, ein bisschen. Das ist der zentrale Dings. Anyone can edit. Das ist das große Dings. Und deshalb flippt diese Frau... Sie lesen ja Texte oder ich weiß es doch auch nicht was. Aber das ist das, was die ganze Szene in Rage bringt. Seit 20 Jahren, das ist der Scheiß am Internet, dass jeder da reinpissen kann, gell? Da flippen sie gleich aus. Oh. Eingetragen wird. Das ist zwar nicht im Sinne des Erfinders, wird aber doch. Es gibt keinen Erfinder. Jimbo Wales hat einen Fehler gemacht. Er wollte eben gerade das nie. Er wollte das, was er jetzt... Er hat ja viele Projekte dann gemacht. Das letzte auch wieder mit den Journalisten. Alle seine Projekte haben gescheitert. Auch die Nupedia hieß sie damals, glaube ich. Ne? Er wollte das immer machen. Ah, das ist doch
eben vor 20 Jahren, boah, geile Idee, weißt du was, wir machen, wir sammeln das und schreiben das auf eine Seite, das ist doch super, ja klar. Aber eben, er wollte schon immer Qualität haben und deshalb hat er dann verschiedene Leute gesammelt, Professor da für Politik und Professor dort für das und Experte hier für jenes Thema und so weiter. Und dann wollte er seine Enzyklopädie machen. Das Problem war nur, die hatten völlig andere Prioritäten. Die haben schon mal Ja gesagt, gesagt, ja, ich schicke mir die Texte, ich lese sie dann, ich bin ja gut. So, hat einfach nicht funktioniert, weil er brachte die Texte gar nicht online. Ne? Dann haben sie, die zwei Kerle, einen Fehler gemacht und haben ihre Software für einen kurzen Moment geöffnet und gesagt, okay, anyone can edit. Hat natürlich viele Diskussionen dazu gegeben, etc., etc., weil wir natürlich auch gesagt haben, Wikipedia is not paper. Hey, wir haben keinen Redaktionsschluss, wir können unendlich lang schreiben. Wenn ein Thema groß ist, hat es halt eben ein großes. Wenn ein Thema klein ist, ist es halt eben klein. Und ja, wenn es für jemanden relevant ist, ja, warum sollen wir es nicht eintragen? Es ist ja offenbar relevant und so weiter. Und es ist völlig anders, es ist nicht Zeitung. So gut, dann hat er das also geöffnet oder Sie beiden haben es geöffnet. Weltweit viele Sprachen und die Qualität, wenige Jahre später hat man gesehen, scheiße, das ist gut. Da schauen einfach viele Leute zu und dann kommt der wieder. Die einen stellen die Kommas richtig, die anderen so, machen schönere Sätze, die anderen machen Inhalte. Oh, und es funktioniert. Das ist der Horror für massenleitende Medien, für professionelle Informationsschulen. Das ist der Horror für Universität. Deshalb haben sie es auch gehasst. Oh ja, den Treppenwitz, den müssen wir uns dann noch holen von Dobusch. Wieder gemacht. Eine Recherche des unabhängigen Recherchenetzwerks Reflect zeigt nun, auch Bundesparlamentarierinnen und Bundesräte gehen zum Teil, naja, sagen wir mal, kreativ mit ihren eigenen Einträgen um. Benminde und Mario Nozeres. Da wäre beispielsweise Nationalrat Balthasar Gletli. Vor 6 Jahren korrigierte er seinen Wikipedia-Eintrag. Dabei wurde unter anderem der Satz zu seinem Studiumsabbruch gelöscht, zusammen mit einem großen Teil seines Artikels. Ich habe einen Edit gemacht, wo ich eine Information korrigiert habe. Ich bin nicht mehr Mitglied von der Sicherheitspolitischen Kommission. Dort ist aber gestanden, ich sei noch. Und dort bei einer Fehlmanipulation hat es dazu geführt, dass sämtliche anderen Inhalte über mein ganzes Privatleben, über meine ganze Biografie rausgefallen sind. So schön, wie dass ich verheiratet bin, wie so unerfreulich, dass ich mein Studium abgebrochen habe. Also komm, nee, ich halte das nicht aus. Es ist wirklich, das ist Balthasar Gletli. Von ihm habe ich ja diesen anderen Schnipsel. Das ist wirklich unterste Schublade. Ne? Also er sagt ja einfach, er hätte seinen Wikipedia-Eintrag bearbeitet, wäre für mich überhaupt kein Problem, ist für viele Wikipedianer ein Riesenproblem. Ich würde immer sagen, ich schaue dann drauf und wenn es okay ist, wenn er hingeht und PR macht für sich, ich bin der Schönste und ich bin der Beste, ja, dann nehmen wir es dann halt raus und sagen, ja, du bist der Zweitschönste und der Zweitbeste, aber ist okay. So, ne? Also wir wollen ja keine Werbung machen in der Enzyklopädie, es ist ja etc. Für mich ist das kein Problem, für die deutschsprachige Wikipedia-Community ein Horror. Ist egal, also gut. Aber erzählt, ich habe das bearbeitet, ich war nämlich nicht mehr in dieser Kommission, ich wollte das einfach rausnehmen und dann ist eine Fehlmanipulation passiert und dann ist alles andere rausgefallen. Auch so schöne Sachen, mit wem ich verheiratet bin, ja, kann er nicht mehr machen. Balthasar Gletli ist sehr technikaffin, er ist auch in einer parlamentarischen Kommission für Digitales etc. etc. Also das ist schon wirklich Strohdummes so zu erzählen, weil er ja weiß, dass auf Wikipedia gar nichts gelöscht werden kann. Also sicher nicht von Typen wie ihm, so Normal-User, welche da mal einen Edit machen gehen. Also löschen geht gar nicht. Er hätte also nur hingehen können und sagen, okay, ja, scheiße, revert, ich mache das zurück ich und so weiter. Also das ist dermaßen krasse, aggressive, wirklich von Grund her
unanständig, da werde ich jetzt moralisch, ne? Das ist so unredlich, das ist so zum Kotzen. Das Interessante ist jetzt aber, sogar mir so gegangen, dass ich nicht mehr gewusst habe, mit wem ist er eigentlich verheiratet. Und jetzt haben wir den Streisand-Effekt. Er macht also aggressive Desinformation über Wikipedia, wie Wikipedia funktioniert. Und er bringt sogar mich dazu, noch einmal nachschauen zu gehen, mit wem er verheiratet ist. Und er ist ja heute Präsident der Grünen und er ist mit einer sehr wichtigen Politikerin, Mindli Marti, von den Sozialdemokraten verheiratet. Was ja immer, es hat noch andere Paare in der Schweiz, die so parteiübergreifend im Bett miteinander liegen jeden Abend. So, also super spannend. Dem sagen wir Streisand-Effekt, weil Streisand hat geklagt gegen ein Bild, was publiziert wurde, dass da ihr Haus drauf sei, hat unendlich viel Geld verlangt, dass dieser scheiß Fotograf da Geld zahlen muss, weil er dieses, hat aber vorher gar niemand gewusst, dass sie dort wohnt. Also, das wäre der Streisand-Effekt. Und das ist jetzt hier also auch, er ist in der vordersten Reihe, von ihm habe ich ja diesen Schnipsel aus der SRF Arena, wo er gesagt hat, diese Argumentiererei über YouTube muss aufhören, sagte, glaube ich, kann ich wieder mal verlinken. Ich habe es doch erst einmal verlinkt. So, diese Argumentiererei über YouTube muss aufhören. Also das Balthasar Glättli, das ist jetzt Verschwörungstheorie, weiß ich nicht, aber dass dieser Balthasar Glättli bei dieser Verantwortungsstrategie am Mitmachen ist, das darf jetzt doch ziemlich angenommen werden. Und jetzt macht er einen so dramatischen Fehler, zu sagen, in der Wikipedia kann man löschen, wenn man da hingeht und einen falschen Edit macht, also bearbeiten drückt und dann, jeder kann das, jeder. Hallo, seit 20 Jahren, bearbeiten. Also gut, mache ich jetzt nicht, habe ich schon tausendmal ihm wieder gesagt. So, ist ja egal. Und wenn du dann dort einen Edit machst, dann löschst du etwas und dann ist es weg. Nein, auf die hundertstel Sekunde genau wird gezeigt, wer was reintut. Für die einen Wikipedianer ist es dann wichtig, dass man ganz genau weiß, wer das ist. Für Typen wie mich würde ich einfach sagen, wenn es eine gute Löschung, ein Edit war, dann, ich habe eine Zusammenstellung gemacht, was Löschen im Kontext von Wikipedia heißt. Natürlich, zum Beispiel, wenn einer ein neues Lemma macht, was aber nicht den Standards entspricht, wie wir neue Einträge machen, dann nehmen wir den weg und machen den anderen, dann findest du den anderen nicht mehr. Im Archiv, natürlich kannst du schon suchen gehen, musst du aber halt wissen, wie es geht. Aber kann man schon sagen, okay, das Löschen ist, vorher war es da und jetzt war es nicht mehr da. Das habe ich ja mal durchgespielt damit, ist ja egal, mit Woman Edit, gell. So, oder man kann archivieren oder so. Dann gibt es natürlich schon auch Sachen, aber dann müssen andere mit höheren Kompetenzen hingehen. Zum Beispiel Fußballstars, von denen gesagt wird, dort und dort wohnen sie und so. Und das, wenn es um Persönlichkeitsrechte geht oder so, ja, das ist übliches Recht, dann kann man den rausnehmen, dass man es auch nicht mehr in der Versionsgeschichte. Also es gibt schon Löschen, aber eben auch nicht wirklich, weil wenn du Kompetenzen hast, kannst du es finden und wenn du spezielle, also man könnte dann zu Wikimedia gehen oder so und sagen, aus juristischen Gründen brauchen wir das und dann könnte der Richter, und dann könnten die das zeigen, das ist alles da. Früher gab es ja den Spruch, im Internet vergisst nichts. Ne? Weil es irgendwo so, bei Wikipedia ist es eigentlich per Software so gemacht. Deshalb sprechen wir in der Regel von editieren. Wir editieren. Balthasar Glättli hat editiert. Ich bin nicht mehr in dieser Kommission, jetzt bin ich dort. Wenn er das editiert, ist auf der Frontseite das jetzt anders, aber in der Versionsgeschichte kannst du einfach durchgehen. Und da fände ich es sogar noch positiv, wenn ich sehen würde, Balthasar Glättli hat da was geändert. Finde ich überhaupt gar kein Problem.
Könntest du gerade hingehen, ah, Balthasar hat editiert, ja, können wir doch mal schauen, was wollte der drin haben, was wollte der halten? Das ist doch lustig, das ist doch interessant, das ist doch informativ, ist doch überhaupt gar kein Problem. Wir schauen dann schon noch einmal drauf, nicht wir, es ist du, wir alle, die können, alle, die wollen, alle, die es halt eben machen, schauen dann noch einmal drauf und sagen, oh ja, er macht wieder Werbung. So. Also er macht aggressive Desinformation über Wikipedia. Er verquirlt, wie Wikipedia funktioniert. Anyone can edit. Wikipedia is not paper. Er verquirlt das und macht dabei noch einen Streisand-Effekt. Er ist nämlich jeden Abend im Bett mit einer SP-Frau. Die Grünen und die SP, also da kann man davon ausgehen, da gibt es jeden Abend Informationsaustausch. Das ist doch interessant. Das darf man doch wissen. Das muss man vielleicht sogar wissen. Also kommt, das ist ein Scheißbeitrag, den schaue ich also wirklich nicht weiter. 10 vor 10. Seit 1990 Infotainment, staatlich zwangsfinanzierte Desinformation, Boulevard, Emotionalisierungsquatsch. Ja, das war einmal Journalismus, das getrennt wurde zwischen Berichten und Kommentieren. Das, was ich jetzt hier gerade mache, das ist nicht Journalismus, das ist Emotion, das ist noch einmal, was hat mich eigentlich so genervt, was kann ich darüber sagen? Wenn ich dann am Ende publizieren würde, zum Beispiel in der NZZ, dann würde das dann anders aussehen. Ne? Dann gibt es dann eine solche Bleiwüste, was man lesen kann, von vorne nach hinten und etwas mitnehmen kann. So. Also publizieren ist dann etwas völlig anderes. Ne? Das ist nicht publizieren, das ist im Internet offen, zugänglich ablegen. Weniger für dich als vielmehr für mich, weil ich einfach noch einmal meine Gedanken ordnen muss, bis ich es dann aufschreiben kann. Dazu hat übrigens... Ah, jetzt habe ich die Links nicht reingelegt, hätte ich machen können. Sorry. Mache ich doch immer gerne. Wer sagt dem? Vincent Zwies sagt dem. Selbstdarstellung. Mein Gott, ohne all diese Professoren wäre es nie möglich geworden, ein so großartiges Projekt so zu töten, wie es gelungen ist. Es ist so grauslig. Oh ja, und jetzt kann ich wieder Tontest machen. So, jetzt habe ich die Links drin, wenn du die anschauen willst. Wenn du kommentieren willst, wäre es übrigens auch gut. Das ist meine Seite, ja. Ja, diese SMS, also es gibt auch diese in meinem Blog, die heißt dann dies und dies und dann SMS, 2 SMS, also wie meine Social Media Handles heißen. So, also jetzt habe ich die weg. Hä? Gut, da komme ich dazu. Da könnte ich. Ah nein, jetzt mache ich schnell Mikrofonwechsel. Ob das klappt. Aha. So. Evolve. Check bei. Yes, 1, 2, 3, oh ja, es funktioniert. Also gut, das wollte ich noch schnell anschauen. Wer hat den eigentlich, also Übertitel haben sie Wikipolitik genommen. Das könnte eigentlich ein Hashtag sein. Das ist auch so interessant, dass sie nicht mit Hashtags gearbeitet haben. Bin ich am Schauen, was sie da nehmen, weil ich da eben auf dem Bildchen dieses... Was? Verantwortungsstrategie? Verantwortungsstrategie. Ah, das ist so geil. Verantwortungsstrategie. Also dieses Wort kommt mir noch einmal. Sorgfaltspflichten. Backcom.
Also gut, das habe ich jetzt hier noch schnell an den Tweet rangehängt, damit ich diese, das ist interessant eben, dass diese Reflekt da nicht mit Hashtags arbeiten, aber ganz genial, also das ist jetzt alles so, schau mal, das ist alles so konzertiert. Hier sagen Sie, oh, das ist interessant. Hier sagen Sie, Sie seien inspiriert. Das ist ja jetzt interessant. Und hier sagen Sie, komm. Ah, ich könnte, ja, Entschuldigung, ja, ich könnte das oben. Oh. Ja, ich könnte das hier oben schnell machen, damit man das sieht. Ich denke ja nicht an die Zuschauer. Es geht mir am Arsch vorbei, aber das mache ich dann doch. Gell? Komm, ich bin zu lange, ich muss weiter. So. Wir haben die Recherche selbst initiiert und durchgeführt. Das schreiben Sie bei persönlich. Und wenn man hier hingeht, ich mache das jetzt schnell klein, um einen Printscreen machen zu können. Wenn man hier hingeht, dann sagen Sie gemeinsam mit Netz, Sie machen so viele Fehler. Oh nein, oh Gott, da. Sie machen so viele Fehler. Ah, das ist so eine schlechte Kampa, mein Gott. Also gut, komm. Also das wollte ich noch schnell durchgehen. Neben vielen neutralen, auch politisch und teilweise bezahlte Autoren, ja, das eben, also noch einmal, das ist ein altes Thema innerhalb der Wikipedia und die deutschsprachige Meritokratie ist sowas von durchgeknallt, also da kriegst du ja gar nichts mehr rein. Also die haben ja schon früher, es gäbe so viel zu erzählen dazu. Es ist einfach Quatsch, es ist so dumm. Also gut, und das kann, also da haben wir jetzt also diese Leute. Eben da, ja genau, das ist Streisand, das ist ja so geil. Genial. Streisand-Effekt, Begleitli. Ah komm, das muss ich jetzt nicht machen, weil dann sollte ich nämlich auch. Ja, das ärgert mich, dass sich Balthasar für solchen Mist hingibt, Wikipedia so dumm darzustellen. Es ist so unglaublich dumm. Das ist so aggressiv. Und das mit dem Wort Verantwortungsstrategie. Minli, wie heißt sie schon wieder? Minli Martin. Und das zum Preis zu behaupten auf Wikipedia, könne etwas gelöscht werden. Verantwortungsstrategie. Ja, genau.
kommen, dann machen wir das noch gleich hinten drein. Also dieses Video, das ist, gehst du zu YouTube. Und dann mache ich da den Link noch schnell rein. Balthasar Glättli, der Totengräber. Also hat den Grünen, ist stolz darauf, dass er als Präsident der Grünen Partei seine eher impfkritische, schon bei den Totimpfungen kritische Community umgestellt hat auf Spike-Freunde. Und also wirklich so dumm, alles so dumm. Und dann jetzt hier einer der technikaffinsten Politiker, die man hat. Alle anderen arbeiten ja am liebsten mit Fax und über die NZZ. Und so, komm, wo habe ich's? Da ist er, der Impfturbo wurde er genannt. Also das ist jetzt wirklich ein so dramatischer Wendehals geworden. Oh, und ist stolz darauf. Und jetzt geht er noch hin. Ah ja, deshalb habe ich ja das Video jetzt gesucht. Wo habe ich es denn jetzt? Habe ich das doch gar nicht abgeschlossen? Oh Mann, Seidel, so wird das nix. Vor allem sollte ich weiter. So, und hier. Dieses Argumentieren via YouTube muss abgestellt werden. Muss aufhören, glaube ich. Muss aufhören. Ich weiß es nicht mehr genau. Ah, muss man nachschauen gehen. Muss aufhören. Und dann haben wir es wieder. Hä? Wir wissen jetzt, wie diese Kampagne heißt. Sie heißt Verantwortungsstrategie. Beglättli, du hast so ein dramatisches Problem. Und das andere, komm, da kann ich mich gleich noch ein bisschen vorbereiten auf das, was ich eigentlich heute Morgen tun muss. Das hat den Hashtag, den hat den Öffentlichkeitsarbeit, das ist in meinem Blog, dies und dies, Öffentlichkeitsarbeit, dazu arbeite ich heute Morgen. Also ich wollte sagen, das Balthasar Glättli, nicht ein absolut desaströses Öffentlichkeits-, also Problem hat in der Öffentlichkeit, ich versuche meinen Studierenden gerade den Begriff auszutreiben, ne? Also gut, hat natürlich damit zu tun, dass wir in der Schweiz, das habe ich besprochen, hier jetzt an diesem Beispiel mit Nordkorea, Nordkorea, dass wir haben Nordkoreaner in eine persönliche Haltung, kann gar nicht sein, die leben ja in einer Diktatur. Geil. Also gut, dass Balthasar Glättli solchen Blödsinn durchgibt, seine grüne Partei auf Spike-Freunde umsetzen. Eine Community, die bei Totmaterialien, ich weiß nicht mal, wie man dem sagt, beim klassischen alten Impfen skeptisch war, zurückhaltend, ablehnend, das ganze Spektrum sehr differenziert, dass er die umstellen kann auf Spike-Freunde, dass sie sich eine Soße spritzen lassen, die es angeblich erst gerade seit gestern gibt. Oh, und ein völlig anderes Konzept ist von Impfen. Deshalb nennen wir es ja Spiken. Gell? Dass er das geschafft hat, darauf ist er stolz. Er ist ein Impfturbo, er hat sich nicht einmal gewehrt gegen ihn. Er sagt, ja, ich habe das gemacht. Und dann im Gleichen, er ist sehr, sehr intelligent, er ist sehr, sehr schnell, der redet nicht so wie ich, der kann das. Ne? und dass er dann sagt, dieses Argumentieren über YouTube muss abgestellt werden. Also,
Aber eben, das ist das andere. Da war ich ja bei Kaiser TV und dann hat ein Kommentar mein Gestammel zusammengefasst und hat dann gesagt, ich hätte gesagt, man darf nicht nur das Arschloch sehen, man muss ihm auch zutrauen, dass es eine Perle kackt. Das sind gute Zitate von mir. Aber ich musste dann lesen in den Kommentaren, was ich eigentlich hätte sagen wollen. Und ja, dann kommt es ganz gut. Das, ich beginne noch einmal, das, Balthasar Glättli, kein Problem hat, das hat mit diesem Bildlein zu tun. In der Schweiz haben wir nur noch Ringier, TX Media und diese CH Media Gruppe, wo die NZZ mit drin ist. Bei den AZ Medien ist die Familie Wanner drin. Bei Tamedia ist Monsieur Supino, ein Profitierer von den Hugenotten. Oh, komm, also, nee. Und Ringier, hey, das sind. Also drei superreiche Familien plus die NZZ, ein riesen Reservoir mit Superreichen. So, das ist die Filterbubble von Ding. Und dann kommt noch SRG. Und das Bildchen habe ich geklaut vom Schurtag 21 jetzt. Da diese schöne Orange. Orange steht ja für Kommunikation und so. Das ist der Frame, in welchem die Schweiz über massenleitende Medien durchregiert wird und sich bei zwei Abstimmungen zuerst nehmen lässt, dass der Bundesrat ganz alleine die Kriterien bestimmen darf, wie regiert wird und das Parlament außen vor ist. Das war die letzte Abstimmung. Und die Abstimmung davor mit PMT war, dass, wenn es Kritik gibt, Gefährder, natürlich Terrorismus, aber wir haben ja dann gesehen, das geht bei Corona genau gleich, bei Gegnern. Dann kann die FEDPOL ausrücken und die Leute wegmachen. Nicht nur präventiv, sondern präemptiv. Das war der große Punkt. Präemptiv, nicht präventiv, präemptiv. Noch bevor ich weiß, dass ich jetzt dann das gleich mache, kommt schon die FEDPOL und nimmt es weg. Das ist, ha, sagt man immer, man dürfe nicht die Diktatur. Ich habe es natürlich nie gesagt. Dass wir in einer Diktatur leben, habe ich nicht gesagt. Aber ich spiele es halt einfach schnell durch als Spiel, wenn wir uns das so vorstellen wie 10 vor 10. Nein, das war SRF Kultur, Kulturplatz mit dem Alpinen Museum in Bern. Wenn die dann nach Nordkorea gehen und dort diese armen Nordkoreaner anschauen, dann ist es völlig klar, egal was sie sagen, auch wenn dort dann einer in die Kamera sagt, ich liebe Rossignol-Cheese. So, dann ist es ganz klar, ja, jetzt haben wir es gerade gesehen, oh ja, das ist Diktatur. Er sagt frei, dass er Rossignol liebt, was er gar nicht sagt. Also ist egal, also gut. Aber wenn Sie dann in der Schweiz auf die Straße gehen und die Menschen fragen, das nordkoreanische Filmteam, wir haben gehört, Sie leben hier in der Schweiz in einer Diktatur. Na, ja, aber die Regierung entscheidet ganz alleine und alle Gegner dürfen von der nationalen Polizei weggemacht werden. Oh, ja, aber die Mediensituation, das ist von drei superreichen Familien und der NZZ, ganz viel superreichen, das ist total kontrolliert und SRF haben wir ja gesehen, der dümmste Vorwurf während No Billag. Dass sie Staatsmegafon sind, also grässlicher umsetzen kann man es ja gar nicht. Die haben ja die ganze Zeit Bundesrat Berse so interviewt, so hetzen. Österreich macht schon das, Italien macht schon das und dieses. Und die Kurve, müssten wir nicht, Herr Berse, müssten wir nicht. Und dann Herr Berse, ja, oh, nein, ich hoffe. Und dann hast du plötzlich dieses Väterchen da, so fürsorglich, so lieb, so liberal, SP auch. So würde in Nordkorea Kim interviewt, im Fall. Das wollte ich sagen. Wenn Balthasar Glättli mit seinem Scheiß so locker durchkommt, dann nur, weil diese Filterblase so sensationell funktioniert.
Es ist zum Kotzen. Also komm, ich gehe jetzt auch hier schnell den Thread durch von Reflect. Das sind, glaube ich, 11 Tweets. Wie komme ich jetzt auf 11? Weiß ich gar nicht. Das ist eine Verwechslung. So. Also noch einmal. Der erste war mit dieser schönen Verantwortungsstrategie. Wir haben, unsere Recherche ist online. Wir haben für euch alle 253 Wikipedia-Einträge in der Schweiz, der Schweizer Parlamentarierin durchsucht. Die wichtigsten Erkenntnisse gibt es hier im Thread oder auf unserer eigens für die Recherche erstellte Wiki-Seite. Erster Satz. Was in der Wikipedia steht, erreicht die Massen. Doch neben vielen neutralen Usern tummeln sich auf Wikipedia auch politische und teilweise bezahlte Autoren mit Interessenkonflikt, PR-Firmen, Mitarbeitende, Familien, Parteimitglieder sowie Politikerinnen selbst. Also noch einmal, da nehmen Sie ein altes Narrativ der Meritokratie auf. Aus meiner Sicht, also es geht nicht nur einfach um meine Sicht, sondern in einer freien Wikipedia ist das von Grund auf gar kein Problem, weil man es ganz anders angeht. Man sagt eigentlich nur, wenn jetzt in diesem Fall also ein Politiker, Bundesrat Gassis, oben steht, dann wissen wir, haben wir uns darüber geeinigt, weil wir nämlich Brockhaus kennen, wie man das beschreibt. Wer ist Herr Gassis? Wann ist er geboren? Also wie schreibt man den Namen richtig? Wann ist er geboren? Wo? Was hat er studiert, was ist seine Position, und dann macht man verschiedene Abschnitte, kann man nachschauen gehen, kann man Copy-Paste machen der Rasse, und dann füllen wir das ein. Ob das eine bezahlte Person einträgt, eine PR-Firma, Mitarbeitende, Familien, Parteimitglieder, ist doch eigentlich völlig wurscht, nicht eigentlich, ist völlig wurscht. Die Frage ist, kommt ein guter Eintrag zu Wege? Weil es eine freie Umgebung ist, nicht eine open, eine freie, kann anyone can edit, kann jeder eintragen. Und andere schauen dann drauf, ist diese Information okay oder nicht? Ist sie ein Eintrag für ein Lexika oder ist es ein Propagandatext? Das ist das Einzige. Und wenn der PR-Mensch Schönfärberei macht, dann nehmen wir es ihm raus. Und wenn der PR-Mensch seriöse Einträge macht, wie das, was Balthasar Glättli gesagt hat, er ist nicht mehr in der Kommission. Danke. Soll doch die PR-Firma 500 Euro nehmen dafür, dass das richtig eingetragen ist, in welche Kommission der Typ jetzt hockt. Und hier ist noch der Link zur Kommission und hier noch ein Link, was hat er dort eingegeben und für was setzt er sich ein. Ja, super. Ist doch völlig wurscht, wer das einträgt. Hallo. Also gut, aber das ist ein Klassiker, alter Streit, und das kann ich alles an dieser Unterscheidung von, ich mache es immer über diese vier Schritte, closed, das kannst du durchspielen mit Daten, Informationen, Wissen, closed, gated, also jemand steuert, open, offen, liegt einfach da, kann jeder hin, free, und free meint dann, man kann mitarbeiten, man kann selber auch eingeben. Ich habe meine Unterrichtsunterlagen für die Fachhochschule Ostschweiz nicht nur open in meinen Blog gelegt, sondern ich kann es auch noch in ein Wiki legen oder so, wo du dann kommen kannst und sogar daran mitarbeiten. Habe ich jetzt hier nicht gemacht. Ich habe dazu jetzt keine geeigneten, also keine Lehraufträge etc. Ist egal. So, aber das wäre der Unterschied. He? Open in meinem Blog, jeder kann es anschauen, jeder kann es nutzen. Wenn dir da eine Zeichnung gefällt, machst du Kopie. Wenn du sagen willst, schau mal, was der Seidel für Blödsinn daraus kommt, machst du eine Kopie, nimmst deinen Blog, sagst, Seidel ist ein Arschloch, schau mal, er hat nicht einmal das gezeigt. Ja, überhaupt kein Problem, machen. Ich bekomme so Feedbacks, genial. Ich suche Kritik, mich interessiert Kritik, kein Problem, open. Dann hätten wir für den Bund hätten wir dann ÖG, diesen Hashtag ÖG, öffentliches Gut, öffentliches Geld, öffentliches Gut. Ne? Was das Schweizer Fernsehen produziert, haben wir, ich,
Du, wenn du in der Schweiz bist, jeder Haushalt, auch wenn du nicht mal stimmberechtigt bist, alle müssten bezahlen, was das Schweizer Fernsehen herstellt. Und du bekommst es nicht. Schon, dass ich da Passagen abspielen lasse, innerhalb, also ZDF hat mir so mal einen Account genommen, weil ich eine längere Sendung laufen habe lassen und darüber geredet habe. Das machen die nicht, das braucht kein Juristen dazu, das ist eine Absprache mit YouTube, dann vermutlich saugen die Tonspur ab und dann finden sie, wie bei der Musik, dann finden sie, oh, da, diese Sequenz ist in diesem, das ist rechtlich geschützt. Öffentlich-rechtlich. Sie nehmen dir Geld, produzieren, was du, Arschloch, jetzt endlich begreifen solltest, aber wehe, du nutzt es. Wir sind in einer so schlimmen Situation. Es ist unglaublich. Dritter Tweet. Wir konnten mehrere Fälle rekonstruieren, in denen politische Akteure entweder gegen die Transparenz- und Neutralitätsrichtlinien von Wikipedia verstoßen haben. Ein paar Beispiele. Transparenz- und Neutralitätsrichtlinie. Also Transparenz, keine Ahnung, das werden wir jetzt sehen, was Sie damit meinen. Also in der Wikipedia kann man anonym, also muss man nicht Vollnamen angeben zum Mitschreiben. Und also ich weiß nicht, was Transparenz ist, vermutlich eben, dass Sie Transparenz in Bezug auf PR-Firmen. Aber das sind jetzt nicht einfach Neutralität, also es gibt ja nicht einfach Wikipedia, es gibt viele Sprachversionen und es gibt eine der dümmsten Sprachregionen, der stursten, der aggressivsten ist die deutschsprachige Wikipedia. Das hat halt ein bisschen mit Berliner Schnauze und Kölner Dings und so zu tun, ne? Also wenn du mit den österreichischen Wikipedia streitest, dann hat es immer Schmäh, dann hat es Stil, dann ist es sympathisch und dann redet man miteinander. Seine Wikimedia Österreich ist völlig etwas anderes. Das ist ja im Moment auch das, was am aufbricht. Vorhaben ja die Wikimedia-Organisation, die Trägerorganisation, diese regionalen Ableger von dieser Trägerorganisation, immer so getan, als wären sie gar nicht wichtig. Sie würden ja nur die User unterstützen und so. Das fliegt ja im Moment auch total auf, wie auch diese Dezentral-Idee. Wikimedia, die Trägerorganisation von Wikipedia, ist hochgradig zentralistisch, top-down organisiert und das fliegt ihnen im Moment brutal um die Ohren, eben wegen diesem ZDF-Wikipedia, was ich am Anfang erzählt habe, und diese WHO, da habe ich in meinem Blog sehr viele Einträge, das sind keine lesbaren Einträge. WHO, Wikipedia. Aber das sind einfach Sammlungen. Wenn man einen publizistischen Text haben will von mir zu diesem Thema, dann ist es der NZZ-Text, den habe ich da verlinkt. Den kann man lesen, alles andere kann man nicht lesen. Aber es sind halt einfach Sammlungen. Das ist wie bei Wikipedia. Man sollte halt Wikipedia nicht von der Vorderseite her lesen, sondern über die, ist egal. Also da, was bisher geschah, also auf jeden Fall eben, also da würde man diese Tweets nun finden von Catherine Mahir, die ist jetzt nicht mehr CEO, dort ist gegangen, vielleicht auch wegen dem, vielleicht eben, weil Jimbo Wales wieder zurückgekommen ist und diese Verantwortungsstrategie da am Durchziehen ist oder keine Ahnung was. Komm, also gut, das ist ein komischer Satz. So, jetzt am ersten Arbeitstag vom Bundesrat in Knazekassis löschte ein Anonymer. Oh ja, ich muss weg. Überhaupt kein Problem. Das ist halt einfach eine relevante Information, dass er in diesem Waffenlobbyverein ist. Die geht einfach wieder rein. Kann jemand rausnehmen? Ist doch überhaupt kein Problem. Machen einfach einen Revert. Hat jemand bezahlt? Ja, eben. Also überhaupt kein Problem. Dittli löschte mehrmals. Ausweitung. Ja, wurde von der Community gestoppt und als Vandalismus bezeichnet. Sehr gut, genau, so läuft das. Das ist einfach blöd, FDP-Dietli. Wenn das so dir nachgewiesen kann, dass du dich dafür ausgesprochen hast und das dann in der Wikipedia nicht gezeigt werden darf, wo es alle sehen können, ja, dann hast du halt ein Problem.
wird weggemacht, Vandalismus, ja, völlig klar. Also deshalb wird er ja nicht geblockt oder weiß der Geier was, aber einfach, er bekommt eine Verwarnung, sagt, jetzt hör mal endlich auf mit dem Scheiß, steh zu deinem Zeugs, wir schreiben es da rein, scheint uns eine relevante Information über deine politische Arbeit zu sein. Löschte Hinweise auf Mitgliedschaft einer Lobbygruppe für mehrere schriftliche Anfragen zum Vorfall blieben unbeantwortet. Das verstehe ich jetzt nicht. Wer hat nicht geantwortet? Sie muss ja gar nicht an. Also ich verstehe es nicht. Das ist ein komischer Dings. Mehrere schriftliche Anfragen zum Vorfall blieben unbeantwortet. Also von Ihres, von dieser Rechercheseite. Mein Gott, ich denke von Wikipedia aus. Es interessiert mich doch überhaupt nicht, was die da sehen. Ist dann halt einfach Quatsch, wenn sie da mitlobbyiert, dann ist es, und das relevant ist für ihre politische Arbeit, ist es drin. Grütter, deutsche PR-Agentur abzuändern. Das Beispiel zeigt, dass Wikipedia mit Beharrlichkeit und professioneller Hilfe beeinflusst werden kann. Ja, natürlich, ja, hallo. Warum denn nicht? Das ist natürlich ein Problem. Deshalb wäre es ja wichtig, dass viele Leute mitarbeiten können, damit immer wieder genügend frische Energie da ist, zum solche Typen halt, oder solche Einträge, muss man ja sagen, einfach auf einem guten Niveau halten zu können. Dann kommt mein Lieblingstweet, also der ist ja wirklich, wirklich genial. Schade, tun sie da, eben, das sind typisch Journalisten, gell, die Reflex.ch, die können nicht einmal einen Account hinmachen, die Namen benennen, das ist wirklich grauslig, ne? Also es ist so billig. Ja, es ist furchtbar. Aber wenn Journalismus Internet übernimmt, dann, was natürlich längst passiert ist, dann ist es verloren. Naja, hätte ich vorher noch erzählen können, weil im Moment in meinen Timelines viele da bei WhatsApp und Telegram raus wollen und so und so. Dieser professionelle Journalismus, Ringje, die arbeiten mit Palantir zusammen. Du weißt nicht, wer Palantir ist. Facebook würde gerne so arbeiten wie Palantir. Berichtet das persönlich? Berichtet das investigative Team von der Reflex.ch? Nein, berichten sie natürlich nicht. Sie gehen auf die Wikipedia los. Das ist ihr Businessmodell. Es ist so unglaublich. Meistens wurden die politische Einflussnahme verhindert, Vereinswirtschaften des Akteure Wikipedia durch Behandlung zu dealen, Edits zu manipulieren, was Plattformpolitiker und wir selbst verbessern können, steht hier unter Lösungsansätze. Und dann kommen sie eben da, dann machen sie so eine Wiki-Seite. Interessant ist dann eben zum Beispiel hier unten. Reflex.ch. Eine Homepage im Internet ohne Impressum. Mhm. Okay. Also gut, ich gehe dann noch hier hin. Eben das. Das wollte ich eben noch zeigen. Ah, doch, okay, dann sind wir halt doch da. Aber eben hier unten. Über die Recherche, Netzpolitik, jetzt muss ich gehen. Netzpolitik ist sehr, sehr nahe an der Wikimedia Deutschland, personell über Freunde, Dobusch ist dort, soll ich den Link noch schnell reinlegen, der wäre schön. Wiki, das ist YouTube. Dieses Argumentieren über YouTube muss abgestellt werden. Balthasar Glättli. Bei Wikipedia, oh, ich habe gelöscht, dass ich damit meiner Frau zusammenleben, der SP-Frau als Grüner. Was wollte ich suchen? SMS Dobusch. Tschabum. Das ist der Treppenwitz. Der Treppenwitz. Und das erzähle ich nur, weil Dobusch, Professor Doktor in Innsbruck, ZDF-Fernsehrat ist und Blogger bei Netzpolitik und von sich selber sagt, ich habe ZDF-Wikipedia erfunden. Aus anderen Gründen, aber Dobusch und Netzpolitik in einer ganz, ganz schwierigen Rolle, was die Entwicklung der deutschsprachigen Wikipedia angeht. So.
Also, hey, noch einmal, wenn du etwas Lesbares haben willst von mir, dann musst du NZZ lesen. Das war ein Text im April. Das ist die Doku. Es gäbe den Text, wenn du NZZ-Abo hast, auch natürlich direkt bei der NZZ. Dann ist er da. Den Text kannst du lesen. Dieses Video bringt dir vielleicht nichts. Aber ja, das ist jetzt wirklich eine der übelsten. Hä? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Was ist denn das? Oh, das ist eine... Oh, jetzt aber. Geil. Oh, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Also noch einmal. Publikationen basieren auf unseren Recherchen, zeigt, dass die, aha, so, die haben auch eine Umsetzung gemacht. ITSI Projects, wie sich der Eintrag eines Politikers und dann eben SRF, das ist alles am gleichen Tag gewesen. Und ITSI ist Ringier. Ah, wer ist ITSI? Ringier, natürlich. Oh mein Gott. Ringier und SRF haben zuerst und alle am gleichen Tag. Oh, komm, und jetzt machen wir natürlich das noch. Ringier, Ballantyr, mein Gott, das ist ja nicht zu fassen. Da, den musst du dir reinziehen. Dem musst du nachgehen. Und dort ist Katja Murmann mit dabei, welche sich bei Women Edit, hey, das Netzwerk ist aufgeflogen. Das ist so krass. Oh meine liebe Scheiße. Und ich sage dir nur noch einmal eines, dass die durchkommen mit solchen dramatischen Verquirlung, mit einer solchen, und sie nennen es Verantwortungsstrategie. Mein Gott, dass sie damit durchkommen, hat nur damit zu tun, dass wir in der Schweiz in einer engen Blase von drei superreichen familienkontrollierten Medienkonglomeraten hocken und dann kommt noch die NZZ, welche ganz viele reichen, so, und dann noch SRF dazu und das ist das Ding und dann noch diese professionellen, diese Professoren von der Universität, die im Moment vom BAKOM sehr viel Geld dafür bekommen, dass sie Hass im Internet finden. Wenn das Internet voll wäre von Hass, dann wäre es doch eigentlich einfach. Warum? Damit man das Internet schließen kann, damit diese Argumentiererei über YouTube aufhören kann, was den Effekt hat, das ist NetzDG, der Effekt der Inszenierung von Hass im Internet ist, dass der Rechtsstaat selbst den Rechtsstaat privatisiert. Mein Gott, das wäre alles sehr, sehr einfach für ITSI van Ringier zu erzählen. Das ist super einfach. Verstehst du es vielleicht so jetzt nicht? Es ist aber da, es liegt offen da. Es ist, boah. Der Rechtsstaat selbst privatisiert den Rechtsstaat. Wir leben in der Schweiz im Moment unter Bedingungen, soll ich sagen, von Nordkorea. Im Namen des Ärgers, der Wut und des heiligen Zorns geht hin in Unruhe.